Hast du schon gehört? Der ehemalige Rapper Chala wurde bei einem Drive-By-Shooting in Berlin erschossen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ist diese Person leider an der Unfallstelle verstorben. Chala war in den 90ern und 2000ern als Rapper aktiv. Dann folgte ein Knastaufenthalt wegen Totschlag. Nach seiner Entlassung engagierte er sich als Sozialarbeiter. Sie versuchen auch den Jugendlichen ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu vermitteln. Ja klar, also sie haben, also Bewusstsein fehlt bei den meisten Kids ja, weil sonst würden nicht so viele Straftaten passieren auch selber. Doch im September 2024 wurde der ehemalige Rapper nach einem Streit in einer Shisha-Bar in Schöneberg bei einem Drive-By-Shooting erschossen. Hier liegt einer, da sind wir gerade dabei ungefähr seit 15 Minuten ihn wieder zu beleben. Insgesamt 7 Schüsse wurden abgefeuert. Roter X5-Fahrt gewesen. Die Täter wurden nicht gefasst. Laut Polizeiinformation hatte das Fluchtfahrzeug ein bulgarisches Kennzeichen. Eine Person wurde in einer Hand geschossen, eine weitere Person ins Bein. Für mehr Rap-News, macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.